Herzlich willkommen zur Blauen Stunde und zum Startschuss zur ersten Sendung unseres neuen Web-TV-Formats. Mein Name ist Svenja Böttger, ich bin die Festivalleiterin des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis und mir gegenüber sitzt der künstlerische Leiter Oliver Baumgarten. Wir möchten Ihnen in der kommenden Woche jetzt ein paar Einblicke geben, wie diese Online-Edition stattfinden wird. Genau, mit zahlreichen Filmausschnitten und täglich wechselnden Talkgästen werden wir hier in unserem schönen Festival-Wohnzimmer Sie ein bisschen einstimmen auf die Filme, die kommen, auf die Akteure, die im Festival eine Rolle spielen und alle Highlights. An jedem Tag der Blauen Woche stellen wir je einen filmischen Schwerpunkt vor, den Sie dann ab dem 18. Januar um 10 Uhr dann auf der Streaming-Plattform sehen können. Ab morgen zum Beispiel geht es los mit den 4 Wettbewerben, den Nominierten für die Schauspielpreise und viele weitere filmische Highlights. Heute aber widmen wir uns erst einmal der neuen Gesamtsituation. Denn nicht nur für Sie, liebe Zuschauerin, sondern auch für uns ist das eine ganz neue Herausforderung. Wir machen das auch zum ersten Mal. Das ist quasi nach 41 Jahren die erste Premiere, eine Online-Edition stattfinden zu lassen. Weshalb auch für uns die 42. Ausgabe eine echt besondere werden wird. Ja, wir haben in den letzten Monaten wirklich super, super viel mit dem ganzen Team daran gearbeitet. Dennoch uns auf alle Eventualitäten vorbereiten zu können. Wir wissen alle, dass das Jahr 2020 wirklich sehr interessant und spannend und vor allem auch aufregend war und auch sehr viel Ungewissheit mit dabei hatte. Deswegen freuen wir uns total, dass wir Ihnen jetzt aber ein kulturelles Highlight nicht nur Saarbrücken, sondern wirklich auch der deutschsprachigen Filmszene im Nachwuchs bieten können und möchten Ihnen jetzt erstmal so einen Eindruck auch geben, was Sie denn zu erwarten haben, nicht nur von den Filmen und auch den Filmschaffenden, sondern natürlich auch erstmal über die Plattform. Also das Grundprinzip unseres Online-Festivals, unserer Streaming-Plattform ist im Grunde ganz einfach. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, zwei Pfade, durch die Sie, mit denen Sie dieses Festival erleben können. Der eine Weg ist, am 18. Januar um 10 Uhr werden alle Filme online stehen auf der Streaming-Plattform. Das heißt, dieser erste Weg ist so, Sie können einfach da reingehen, sich das alles angucken und völlig nach eigenem Gusto sich die Filme aussuchen, zu denen Sie Lust haben, dass Sie sie schauen wollen. Ein zweiter Weg ist, den wir Ihnen vorgeben, dass Sie dass wir von zwischen Montag, Festival Montag und Festival Freitag an jedem Tag Programme, und zwar immer 9 bis 10 ungefähr, als Tageshighlights setzen. Damit werden Sie, wenn Sie diesen Tageshighlights folgen, auch nichts verpassen, weil alles darin integriert ist. Aber Sie haben ein bisschen einen kuratierten, vorgegebenen Weg, wie Sie das Festival erleben können, wenn Sie mögen. Genau, und unsere Online-Edition kann auch und darf auch nur als individuelle Interpretation von uns gesehen werden und dem Team, wie wir gerne das Kino-Event, das Kinoerlebnis, was wir sonst in Saarbrücken feiern können, jetzt gerne in die Online-Edition gießen möchten. Und das Wichtigste natürlich bei einer Online-Edition ist erstmal eine Plattform zu haben, auf der man die Filme gucken kann. Weshalb wir uns für heute vorgenommen haben, Ihnen jetzt die Streaming-Plattform ein bisschen näher zu erklären. Wie funktioniert das Ticketing? Wie kann man sich dort zurechtfinden? Wie finde ich die Filme? Um Ihnen einfach einen Eindruck zu geben, wir wissen, es ist für alle neu, es ist auch für uns neu, dass wir so ein bisschen einfach Hilfe geben möchten. Und deswegen, bevor Oliver nachher nochmal wiederkommt und uns den Eröffnungsfilm und unseren Regisseur des Eröffnungsfilms nochmal mit ihm spricht, würde ich gerne dich einmal kurz von deinem Platz vertreiben. Denn ich habe unsere Ticketing-Chefin zu Gast. Wir haben Karin Gerziala schon seit, sehr vielen Jahren mit bei uns dabei. Hallo Karin. Hallo Svenja. Und zwar bist du wirklich schon ein alter junger Hase, der wirklich mit uns schon super lange auch durch dick und dünn geht, was das Ticketing betrifft und was überhaupt auch diese ganze Woche betrifft. Und wir dachten, es wäre total schön, wenn wir zwei einmal ein bisschen über die Streaming-Plattform reden können, darüber, was sich vielleicht verändert hat, was aber auch gleich bleibt, denn das ist für uns beide ja genau das Gleiche wie fürs Team, wie auch für die Zuschauerin was Neues. Wir können auch verraten, du die Streaming-Plattform noch nicht so oft gesehen hast. Nein. Denn das können wir auch noch mal sagen. Also unsere Streaming-Plattform ist komplett neu programmiert worden. Wir haben uns im Sommer mit der Firma Cinebox zusammengetan und haben festgestellt, es ist total wichtig, dass unsere Streaming-Plattform sehr gut funktioniert und auch was diesen Auswertungsweg der Filme betrifft und die Filmschaffenden, weil sie stehen bei uns ja am Anfang ihrer Karriere. Wir wollen, dass die Filme noch eine Riesenreise durch Deutschland machen, aber auch weltweit
noch gesehen werden können, verkauft werden kommen, in die Kinos kommen können, müssen wir einfach ein paar Dinge beachten, die wirklich sehr, sehr wichtig sind im Filmbereich. Weshalb wir uns entschieden haben, eine Streaming-Plattform zu bauen, die auf der sogenannten Blockchain-Technologie basiert. Und wir wissen, dass dieses Wort total kompliziert ist, dass irgendwie wir alle, glaube ich, am Anfang auch dachten, so, was ist denn das? Und ich glaube, man kann es ganz gut so zusammenfassen, dass halt dieses Blockchain eigentlich bedeutet, dass jeder Film einen digitalen Fingerabdruck bekommt, diese Blockchain. Das heißt einfach, man hat eine Kette, wo quasi gewisse Informationen aneinandergereiht einen Fingerabdruck ergeben, aber in ganz viele kleine Bytes, so stelle ich es mir zumindest vor, unterteilt sind, damit man quasi diesen Film wirklich mit so einem individuellen Fingerabdruck hat, dass der Film nicht kopiert werden kann, dass der Film nicht weiter eine Reise finden kann, ohne dass wir es nicht mitbekommen würden. Ja, das ist ganz wichtig. Genau, weil wir ja auch wissen, online, wir stehen am Anfang der Auswertungskette. Das bedeutet, danach soll die Reise ja noch weitergehen auf andere Festivals, in andere Länder. Wir wollen und hoffen, dass die Filme ins Kino kommen. Das tun viele auch, sodass wir halt wirklich am Anfang stehen. Danach kommt auch erst das Thema der Fernsehausstrahlung. Dann kommen generell auch Streaming-Angebote. Aber man muss wirklich sagen, nicht nur, dass die Filmschaffenden natürlich sehr lange brauchen, um ihre Filme auch machen zu können und da sehr, sehr viel Arbeit drin steckt, sondern wir sind eigentlich immer so ein gutes Jahr, anderthalb Jahre vor Kinostart. Das heißt, deshalb mussten wir auch gucken und dafür Sorge tragen, dass wir ihnen den Weg nicht versperren und dass auch andere Festivals, die die Möglichkeit haben, die Filme auch noch mal aufgreifen zu können. Und deshalb haben wir uns für diese Blockchain-basierte Streaming-Plattform entschieden. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch begrenzte Kapazitäten der Filme. Genau, das ist korrekt. Da sprichst du das zweite wichtige Grundprinzip an, dass wir uns mit den Kapazitäten versucht haben, auch an unserem Kino-Event zu halten. Dass wir halt mit dem Festival natürlich auch versuchen wollen, diesen Event-Charakter zu haben. Und vor allem auch, dass wir ja da auch wieder mit dieser Auswertungskette und dem Territorialprinzip, was es auch gibt im Filmbereich, das ist jetzt ein sehr blödes Fachwort, aber es heißt eigentlich nur, es geht natürlich nach Ländern, es geht aber auch nach Kapazitätsgrenzen. Und deswegen haben wir gesagt, wir orientieren uns zusammen daran, dass wir das, was wir ungefähr im Kino erreichen können, auch dann online anbieten dürfen. Und da muss man wirklich sagen, da haben uns auch die Verleiher und die Filmschaffenden auch zurückgemeldet, dass das für sie auch ein super wichtiges Tool ist, dass natürlich es nicht darum geht, ein Jahr vor Kinostart unbegrenzt diesen Film schon online stellen zu können. Ja, und auch nicht nur zahlenmäßig, weil wie du jetzt schon sagtest, auf Länder begrenzt haben wir das ja auch mit unserem Geoblocking. Das ist ja auch ganz wichtig, damit der Film nicht schon in verschiedenen Ländern gleichzeitig seine Premiere feiern kann zum Beispiel. Genau, da sprichst du auch diesen Punkt noch an. Ne? Nicht nur, dass es halt wichtig ist, dass man halt auch für den Kinomarkt das halt quasi auf das eine Land begrenzt, sondern auch für dieses Premierenverhalten. Wir sind ja ein Premierenfestival, das heißt, wir dürfen als Erste die Filme zeigen und wir möchten sie ja damit auch auf die Reise schicken. Genau. Und dafür ist es total wichtig, dass wir halt auch sagen, es ist auf Deutschland begrenzt. Wir wissen, dass das auch schwierig am Anfang zu verstehen ist und dass man diese Hintergrundinformationen natürlich nicht hat. Aber genau das ist halt, dass diese drei Grundprinzipien waren für uns sehr wichtig. Es geht um Sicherheit, es geht um die Kapazitäten, um die Mengen und es geht darum, wo kann ich den Film sehen. Und da Saarbrücken in Deutschland liegt, haben wir uns dann natürlich auch für Deutschland entschieden. Genau. Ja, das sind so die Grundprinzipien, glaube ich, wo man das erstmal wissen muss. Vielleicht sagen wir einmal kurz was zu den Tickets und zu den Ticketpreisen. Sehr gerne, ja. Denn ich glaube, da haben wir uns auch auf jeden Fall die letzten Monate sehr viel Gedanken drüber gemacht. Erzähl uns doch mal, wie es dieses Jahr läuft. Weil ich glaube, es ist total schwierig für uns beide zu sagen, früher war es jetzt so, jetzt machen wir das, weil das immer noch mehr verwirrt. Ne? Also was bieten wir dieses Jahr an Tickets an? Also generell haben wir einfach versucht, das wirklich sehr einfach zu halten mit den Tickets. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, dass ein Einzelticket einen Preis hat und nichts Kompliziertes sonst irgendwie da reinzumachen. Deswegen 8 € kostet ein Einzelticket. Und das kann man eben jetzt ab der blauen Stunde, seit heute eben 14 Uhr, kann man sich eben diese Einzeltickets kaufen. Mhm. Genau, und dann haben wir natürlich noch für die Fans ne? Und für die ganz begeisterten Ophüls-Gänger, die uns schon seit Jahren besuchen und auch für die, die vielleicht
einen speziellen Wettbewerb sehr gerne mögen, noch ein Passangebot zusammengestellt, dass man sich zum Beispiel alle Spielfilme des Wettbewerbs angucken kann mit einem Spielfilmpass oder und sogar alle Dokumentarfilme. Nicht nur die Wettbewerbe, ne, sondern wirklich genau, alle sondern Spielfilme. Wirklich alle, ja, alle ja. Spielfilme oder alle Dokumentarfilme oder alle kurz- und mittellangen Filme. Und wenn man wirklich der Superfan ist, dann holt man sich den goldenen Fanpass, weil dann hat man wirklich das komplette Festivalprogramm. Genau, inklusive. Weil wir wissen ja auch, ne, ganz viele Ofelsgängerinnen nehmen sich ja sogar immer extra Urlaub für uns. Ja, genau. Und deswegen hatten wir auch lange besprochen und überlegt, so für mich, ja, wir haben total viele, die lieben den Kurzfilm und den mittellangen Film. Es gibt Leute, die lieben den Spielfilm und versuchen auch immer, alle Spielfilme zu schaffen, um eben auch mitzuraten, wer könnte den Publikumspreis bekommen. Und das fanden wir auch wichtig, ne, dass wir da auch sagen, so, das möchten wir unseren Ofels-Fans, unseren Treuen natürlich auch geben und auch allen neuen Fans. Wir haben ja natürlich auch das Glück, dass wir eben jetzt deutschlandweit auch die Filme zeigen dürfen. Ja. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, dass Freunde oder Bekannte in anderen Städten sich freuen, weil sie vielleicht den Weg nicht nach Saarbrücken geschafft hätten. Genau, oder? Manche, die kommen ja vielleicht gar nicht für eine Woche nach Saarbrücken normalerweise. Die freuen sich jetzt, dass sie zu Hause bleiben können und jetzt von zu Hause das Festival genießen können. Genau, deswegen, das fanden wir auch so wichtig, ne, dass es auch Vorteile gibt, dass es auch Möglichkeiten gibt, dass wir sagen, hey, ihr habt keine Ausreden mehr, ihr könnt jetzt alle diese Filme gucken. Genau, und was ich, glaube ich, auch noch wichtig finde, ist zu erwähnen, dass dieser Einheitspreis auch für die Eröffnung gilt. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine Neuerung, die man natürlich von uns noch nicht kennt. Dass es bedeutet, dass wir die Online-Eröffnung, die Eröffnungsfeierlichkeiten kostenfrei anbieten. Das passiert in genau einer Woche, nämlich am 17. Wir haben das Festival ja einen Tag nach vorne gelegt und starten um 19.30 Uhr. Und ab wann kann man dann den Film sehen? Den Film kann man direkt im Anschluss sehen, ab 20 Uhr dann ist der freigeschaltet. Und man kann ihn aber auch noch den ganzen Rest der Woche noch anschauen, solange eben noch Kapazitäten verfügbar sind. Genau, wir haben irgendwie, ich glaube, unsere Lieblingswörter auf der Seite, auch auf unserer Webseite, sind schon immer das Wort nach Verfügbarkeit. Genau. Das ist auch. Also was wir auch noch mal sagen wollen, ist natürlich, wir wissen, dass das neu ist. Wir haben auch gemerkt, auch weil wir ja unserem Team auch immer wieder versucht haben, die Neuerungen zu erklären. Und als wir uns festgelegt haben, haben wir ein ziemlich umfassendes FAQ geschrieben. Ne? Wir haben die häufig gestellten Fragen zusammengefasst. Das heißt, falls Sie auch sich noch mal sowieso beim Durchstöbern sind, welche Filme es denn auch zu gucken gibt und irgendwie vielleicht auch Fragen haben, wie läuft das jetzt noch mal, was ist mit Deutschland und wie war das mit den Kapazitäten? Wir haben auf unserer Seite die FAQs, das heißt die häufig gestellten Fragen, wo wir versucht haben, uns da rein zu versetzen, was man alles vielleicht auch an Fragen hat und haben versucht, sie dort bestmöglich zu beantworten. Ich glaube, da bleibt keine Frage unbeantwortet. Genau, aber falls es doch sein sollte, haben wir uns jetzt auch dazu entschieden, eine Support-E-Mail-Adresse einzurichten. Das heißt, wenn Sie Probleme haben, wenn Sie sehen im FAQ, ich habe die Sachen gelesen, aber irgendwie stimmt da trotzdem noch was nicht, schreiben Sie uns eine E-Mail an support@ffmop.de. Das steht natürlich auf der Webseite auch nochmal. Sagen Sie uns, was Sie loswerden möchten. Und wenn es auch ein technisches Problem ist, schreiben Sie uns gerne eine Rückrufnummer dazu. Wir gucken dann, dass wir es bei uns in die richtigen Kanäle geben und dass wir dann halt wirklich Sie schnellstmöglich zurückrufen können und Bescheid sagen können. Mit einer Lösung hoffentlich. Ganz bestimmt. Genau. Dann würde ich sagen, spannen wir niemanden mehr länger auf die Folter. Dich nämlich auch nicht, weil so oft hast du hast immer schon mal so einen Screenshot gesehen. Ja. Aber so richtig selber auf der eigenen Seite durftest du dich auch noch nicht so richtig austoben. Denn das ist einfach auch noch mal zu sagen, wir zeichnen das hier jetzt auch gerade auf, weil wir das natürlich am Sonntag in gut geschnittener Version abliefern möchten. Das heißt, wir sind gerade noch quasi bei der vorveröffentlichten Version. Das heißt, es funktionieren noch nicht alle Bereiche, aber die wichtigsten. Und ich glaube, um wirklich einen Eindruck zu kriegen, würde ich dir jetzt einfach gerne mal die Streaming-Plattform vorstellen. Sehr gerne, ich bin weil ich gespannt. Glaube, dadurch werden auch sicherlich noch mal Fragen auch auftauchen, ne? Oder Sachen, die wir gerne noch sagen wollen würden. Und zwar kann ich nur sagen, das hier ist die Startseite unserer Streaming-Plattform. Du darfst sagen, wenn ich irgendwas nicht erkläre oder wenn du irgendwas noch zu einer Frage hast. Also, ich pass ganz genau auf, ja. Ich glaube, was wir jetzt halt sehen, ist quasi die Startseite. Also wenn man unsere Streaming-Plattform anwählt, ist das quasi die erste Seite, die man sieht. Prinzipiell ist es so,
dass wir durch diese Blockchain, die wir dort drin haben, darum bitten, dass die Leute ein Kundenkonto anlegen. Kundenkonto klingt jetzt erstmal, man muss seine Bezahldaten und alles angeben. Nein, man muss sich vor allem erstmal registrieren. Wir brauchen eine E-Mail-Adresse oder eine Handynummer und wir brauchen einen Namen, dass man überhaupt auf die Seite kommt. Das hat was mit der Blockchain zu tun, dass man quasi durch diesen Login, durch das Anlegen eines Logins hinter, wie wir das so schön nennen, die Blockchain kommen und wir dort dann uns frei bewegen können. Das heißt, ab dann sieht man erstmal alle Filme. Man sieht die Reihen, man sieht die Programme. Man hat auch ab Festivalstart eine Favoritenliste, wo man auch sagen kann, man stöbert so ein bisschen durchs Programm durch und dann kann man sich ein paar Sachen in den Favoriten speichern, um dann zu gucken, was man vielleicht kaufen möchte. Das heißt, das Kundenkonto heißt nicht automatisch, dass man etwas kauft, sondern es ist erstmal nur dazu da, um sich auf der Webseite frei bewegen zu können. Bist da jetzt schon eingeloggt? Genau, ich bin schon eingeloggt und da ich Angst habe, dass ich das Login gleich nicht mehr hinkriege, würde ich das auch gerne lassen und dabei bleiben. So, ja. Aber normalerweise würde hier jetzt Login stehen oder darunter Registrierung, wenn man noch kein Konto hat, dass man sich dort anmelden kann. Sie finden natürlich auch hier wieder die Datenschutzerklärung, die Nutzungsbedingungen und auch das Impressum. Was uns noch wichtig war, ist, das ist noch ein Thema apropos Festivalpassverkauf, wo wir auch schon sagen können, wir sind total happy und wir sind aber auch super überrascht, dass unsere Pässe so gut funktionieren, weil wir ja auch beide so ins Blaue hinein geplant haben und wir alle irgendwie im Team dachten, es ist eine super Idee, Pässe zu haben. Wir haben uns da so Kontingente überlegt. Und dann waren wir irgendwie im Dezember, wir dachten auch, das ist das perfekte Weihnachtsgeschenk. Ne? Haben auch viele angenommen. Also ja. Es haben viele zu Weihnachten verschenkt. Ne? Genau, also wir waren ja irgendwie gefühlt nach einer Woche schon einmal mit den goldenen Fanpässen ausverkauft. Ja, die waren sehr nachgefragt. Haben dann wirklich entschieden, nochmal nachzulegen. Und jetzt tatsächlich kamst du nochmal und meintest so, hey, sie sind schon wieder alle. Ja. Und dann hatten wir nochmal nachgelegt und jetzt sind sie wieder alle. Ja. Und wir halt einfach auch merken, also das kommt super gut an. Deswegen, wir hoffen, dass wir Ihnen noch einiges an Festivalpässen anbieten können. Wir tun unser Bestes. Wir tun unser Bestes und sind aber tatsächlich beim Goldenen Fanpass definitiv ausverkauft. Den gibt es nicht mehr, das All-Inclusive-Paket. Aber wir haben noch die anderen Pässe auf der Seite zu stehen. Deswegen, das heißt, auf der Startseite hat man die Möglichkeit, auch erstmal einen Pass zu kaufen. Genau. Oder man geht in die Festivalbeiträge und geht erstmal in die Filme und sucht sich dort rein. Normalerweise, wenn ich da jetzt raufklicke, kommt erstmal das Fenster, dass man sich einloggen muss. Das heißt, wenn dafür man noch braucht nicht eingeloggt man ist, ja. Genau, ein Kundenkonto. Da wir eingeloggt sind, sehen wir jetzt schon mal die Seite. Und dort haben wir eine Aufteilung gemacht. Wir haben, wie Oliver Baumgarten gerade schon gesagt hat, uns dafür entschieden, dass man natürlich selber suchen kann nach Filmen. Aber wir wollen auch einfach so eine kleine Struktur vorgeben, wenn man Lust hat, sich zu inspirieren zu lassen oder denkt, ach, was schlägt denn das Festival heute vor, haben wir die Highlights des Tages. Das heißt, wir haben wirklich alle Filme, alle 98, von Montag bis Freitag in die Highlights gesetzt und haben eine Übersicht gemacht. Und die findet man tatsächlich unter den Highlights des Tages. Dann haben wir natürlich unsere Wettbewerbe. Wir haben 4 Wettbewerbe insgesamt und wir haben bei den Wettbewerben mittellanger Film und Kurzfilm auch immer noch Unterprogramme. Das ist dann eher die Kategorie, wo man selber stöbert. Genau, das ist super. Genau, das ist, wo man selber stöbert. Ich bin jetzt da mal raufgegangen. Da sieht man halt, wir nennen das Karussell. Wir haben das Fachwort Karussell gelernt. dass man hier quasi durchgehen kann. Man sieht hier die Pfeile auch, ne? Dass halt alle Wettbewerbsbeiträge, Spielfilm hier drin sind. Ähnliches Prinzip ist natürlich beim Dokumentarfilm. Und dann haben wir uns aber entschieden, weil es sonst echt ein bisschen kompliziert wird mit dem Design und der Aufteilung, dass wir die mittellangen und die Kurzfilmblöcke gleich schon untereinander gesetzt haben. Das sieht man jetzt, wenn ich hier durchscrolle, dass wir halt hier die mittellangen Filme haben. Wir haben 4 Blöcke und beim Kurzfilmprogramm auch. Und da kommen wir eigentlich noch auf den zweiten gute Erklärung, dass wir unsere Kurzfilme und unsere mittellangen Filme traditionell ja immer in einen Programmblock setzen. Ja. Die entstehen meistens ja, dass es so zwischen, also bei mittellangen zwischen 2, 3 Filmen und bei Kurzfilmen zwischen 4 und 5 immer zu einem Block gebündelt sind. Und das Schöne ist, da kann ich auch nur sagen, gucken Sie die nächsten Tage auch rein. Wir werden jetzt wirklich von Montag
bis Freitag alle Programme vorstellen, alle Wettbewerbe, dass man dort auch sich nochmal diese Blöcke angucken kann und dass man auch erfährt, warum denn die Blöcke so geplant sind, wie sie geplant sind. Ja, aber das die sieht alten man Festivalhasen, die kennen das ja schon so, ne? Genau. Aber wenn jemand neu ist, für den ist das dann vielleicht auch neu. Genau, deswegen also nicht erschrecken. Wir haben nicht nur zwei Filme im mittellangen oder nur vier Filme im Kurzfilmwettbewerb, sondern wir haben sie hier aufgeteilt. Genau, und wenn man selber weiterstöbern möchte, haben wir ja neben den Wettbewerben auch noch unsere Nebenreihen. Mhm. Die haben wir jetzt gebündelt unter den Filmreihen. Gleiches Prinzip, in den Karussellen gibt es quasi die unterschiedlichen Reihen noch. Wir sehen auch, wir haben unsere Kooperationspartner sind auch wieder mit dabei, die auch sonst die letzten Jahre immer mit vertreten waren. Und einen Weg haben ja alle schon gefunden, nämlich den Weg zum Live-Button. Unter Live werden wir halt auch die ganze Woche jetzt vorm Festival die blaue Woche haben. Und ab Festivalstart zum Festivalmontag starten wir ja unsere Kooperation mit dem Saarländischen Rundfunk. Denn normalerweise kennen wir das auch. Wir haben die SR-Talks, wir haben die SR-Lounge. Und wir haben uns zusammen entschieden, uns zusammenzutun und den Mob-Festivalfunk zusammenzumachen. Das bedeutet, dass wir so 3-4 Stunden Content am Abend haben werden, den wir in den Mob-Festivalfunk gießen. Den kann man sich, glaube ich, vorstellen als, es gibt so ein Daily auch zu den Highlights des Tages, auch mit Oliver Baumgarten und mir. Und dann gibt es vor allem aber auch noch mal extra und weiterführende Filmgespräche. Das war uns einfach wichtig, dass wir auch die Filmschaffenden noch mal mit reinholen können, dass wir noch mal über andere Sachen auch reden können und wir dort vom SR wie immer gut unterstützt werden, weil ja auch die Lounge komplett mit ihren Moderatorinnen bestückt ist und die SR-Talks auch. Da kriegt man dann alle Hintergrundinformationen zu allen Filmen. Genau. Schön. Dann habe ich ja schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, sich Favoriten zu speichern. Und zwar können wir das jetzt schon ausprobieren? Leider noch nicht. Okay. da das kann ich auch nur sagen. Ganz einfach zu finden. Ja, also ich zeige es auch gleich nochmal auf der Filmdetailseite, aber bei den Favoriten sieht man gerade ein schönes Beispiel. Diese Seite ist brandneu. Wir wollen jetzt einfach nur einmal Ihnen auch sagen, wir wissen, dass es super ärgerlich ist, wenn mal was nicht funktioniert oder wenn ein Zurück-Button nicht funktioniert. Wir haben uns wirklich seit Wochen und Monaten sitzen wieder Tag und Nacht dran und wir versuchen wirklich alles, was geht. Die Favoriten kommen auf jeden Fall, weil wir das auch wichtig finden und auch schön, wenn man so durchstöbert und irgendwie sagt, ach, das interessiert mich. Ja, sonst hat man ja wieder vergessen, was man sich vielleicht angucken will, ne? Ja, bei, und so bei 98 Filmen. Und hat man schön gespeichert. Ja, das ist schon, das da ist eine Ansage. Auswahl, ne? Nee, genau, und das kommt. Das kann ich versprechen, es wird kommen. Nur wir müssen halt einfach gucken. Deswegen sage ich auch nur, seien Sie ein bisschen nachsichtig mit uns und schreiben Sie uns, wenn Ihnen was auffällt. Wir kümmern uns schnellstmöglich darum, dass es dann funktioniert. Genau, ich wollte jetzt einmal auf eine Filmdetailseite gehen und habe mich entschieden, dass wir einmal auf einen langen Film gehen und einmal auf einen Kurzfilm gehen, dass man auch sieht, was sich dort verändert. Und natürlich gehen wir auf unseren wundervollen Eröffnungsfilm. Ja. Und zwar zu A Black Jesus, weil wir ja später auch quasi, wenn wir beide uns verabschieden, kommt Oliver noch mal und sagt noch mal was zum Eröffnungsfilm. Erzählen, ja. Genau, also prinzipiell ist es so, ich bin eingeloggt und offiziell habe ich den Film auch gerade schon gekauft. Deswegen erscheint hier dieser Play-Button. Der ist also schon in deinem Konto hinterlegt. Genau, der ist in meinem Konto schon hinterlegt. Normalerweise sieht man erstmal das Bild und wenn man den Film gekauft hat, dann quasi wird dieser Play-Button aktiv. Und dann kann man den dort abspielen. Und dann haben wir, was wir gerade schon besprochen haben, in Favoriten speichern ist quasi der Move. Da sieht man auch, man kann es sogar schon anklicken, ja. Dass man sich das schon mal anspeichern kann. Wenn man sich gleich entschieden hat, hey, ich habe Lust, den Film auf jeden Fall zu sehen, drücke ich auf entweder, es heißt im Moment noch vorbestellen oder Ticket kaufen und kann dann den Blog oder den Film kaufen. Ja. Ich glaube, da wäre vielleicht auch ganz gut, den Part zu erklären, wie funktioniert das denn mit dem Kaufen? So? Ja, sehr gerne. unsere Besucherinnen sind ja normalerweise gewohnt, dass sie ihren Warenkorb ganz voll machen mit den gewünschten Filmen, die sie unbedingt sehen möchten. Ob das jetzt an der Ticketkasse oder online in unserem Webshop damals immer, also damals, vorher immer war. Was jetzt der Unterschied ist, ist, dass man jeden Film wirklich einzeln kaufen muss und einmal den ganzen Bestellprozess einmal durchgehen muss für jeden Film einzeln.
Das ist der große Unterschied. Man kann aber seine Daten für die Bezahlung schon mal speichern, dann geht es da noch mal ein bisschen schneller. Aber generell muss man eben jedes Programm einmal für sich kaufen, ohne dass man die vorher alle in den Warenkorb eben gesammelt hat. Genau, das ist einfach eine Sache. Ne? Das ist das technische Thema, was wir ja auch zum Beispiel bei iTunes kennen oder auch bei Amazon Prime oder anderen, dass man halt, oder ein Kino on Demand zum Beispiel macht das ja auch, dass immer, wenn man quasi einen Einzelabruf hat, es keinen Warenkorb mehr klassisch gibt, sondern dass man halt nacheinander kaufen muss. Und wir wissen, dass das auf jeden Fall ein bisschen Geduld jetzt im Vorverkaufspart natürlich bedeutet. Aber deswegen sagen wir es auch gleich, dass man sich nicht ärgert oder diese Situation, also diese Funktion sucht, sondern da haben wir uns ganz klar an das Streaming gehalten, wie halt eine Streaming-Plattform funktioniert. Und deswegen haben wir aber auch gesagt, sowohl dieses Thema mit Bezahldaten merken, das muss jeder User selber entscheiden, ob er das möchte oder nicht, dass wir das halt zur Auswahl stellen wollen und oder, dass man diese Favoriten hat, dass wenn man durchgestöbert ist, man halt sich quasi eine Speicherfunktion hat und sich dann natürlich trotzdem einzeln entscheiden muss, aber dass man halt schon noch eine Möglichkeit hat zu wissen, was hat mich denn eigentlich alles interessiert. Wenn man dann aber ein paar Filme gekauft hat, dann werden die natürlich zusammengefasst im Konto hinterlegt. Und dann kann man sich dann aussuchen, genau, was das, man davon sehen will. Das ist ja auch noch mal die Frage, ne? Wie funktioniert denn dieser Bezahlprozess? Ich würde jetzt da einfach mal raufklicken und würde sagen, ich habe mich entschieden, das zu kaufen. Das heißt, da geht es dann quasi einen Schritt weiter. Das ist quasi die Auswahl, wie man ein Ticket kaufen kann. Da sieht man halt quasi noch mal ein kleines Vorschaubild. Man sieht noch mal sehr genau, was man denn gerade ausgewählt hat. Dann sieht man natürlich auch, wie viel es kostet. Und dann sieht man hier jetzt ganz schön, welche Möglichkeiten zum Bezahlen man hat. Und wir haben versucht, so weit wie möglich diese Möglichkeiten fassen zu können. Weil wir wissen, dass nicht jeder einen PayPal-Account hat, nicht jeder hat eine Kreditkarte. Deswegen geht auch die Sofortüberweisung. Das sind die drei Möglichkeiten, die wir anbieten können. Toi, 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 dass sie auch alle funktionieren jetzt seit ungefähr 4 Stunden. Aber da quasi kann man selber entscheiden, was von dem wähle ich an, welches Zahlungsmittel nehme ich denn. Und wir haben natürlich die AGBs hier unten noch mal drin, dass auch einfach noch mal klar ist, wenn man... Die liest man sich natürlich durch. Ja, sollte man. dass man halt, wenn man, sobald man sich für eine Variante entschieden hat, wie ich bezahlen möchte, klappt ein Fenster, also es rollt quasi auf. Und dann gibt man seine Daten ein. Und wenn man nämlich auf Jetzt bezahlen drückt, dann quasi geht der Bezahlprozess los. Dann gibt man die Daten ein. Dann sagt man PayPal kaufen. Rübergeleitet. Mhm. Genau, bei PayPal ist das ja immer so, dass die quasi ihr eigenes Fenster haben und dann rübergehen. Und wenn man sich entschieden hat, dass man es doch nicht haben möchte, braucht man einfach nur auf Close oder oben auf das X drücken. Sonst man kann also auch nicht einfach aus Versehen mal einen Film kaufen. Nein, also man muss schon bestimmt genau den Button drücken. Ja. Wenn man den Button nicht drücken möchte, dann nimmt man das X oder man sagt unten schließen. Und dann ist es aber auch so, dass wir das, glaube ich, auch als Frage ins FAQ geschrieben haben. Wenn ich denn jetzt auf den Bezahlbutton drücke, ich fülle meine Daten aus, mit was ich bezahlen möchte, ich sage, ja, das möchte ich jetzt kaufen, dann, genau, wie geht's dann weiter? Du hast dann den Film gekauft, das heißt, du kriegst dann ja auch eine Bestellbestätigung per Mail, wo einfach nochmal drinsteht, den Black Jesus haben sie gerade gekauft für 8 €. Aber was wir ja auch haben, ist, also man braucht jetzt keine Tickets mehr ausdrucken und man kriegt die Bestätigung per Mail, dass es geklappt hat. Wo finde ich denn dann den Film? Den Film findet man auf der Streaming-Plattform und jetzt in der blauen Woche kann man sich den natürlich noch nicht angucken. Die Filme starten erst, also A Black Jesus, den Eröffnungsfilm haben wir ja schon gesagt, den kann man schon am 17. Januar gucken, ab 20 Uhr wird der freigeschaltet sein. Und alle anderen Filme dann ab 10 Uhr am nächsten Tag, also am 18. Januar, am Festivalmontag. Da kann man dann ab 10 Uhr jeden Film, den man sich vorher gekauft hat oder in dem Moment kauft, daneben anschauen. Bis Sonntag, 23.59 Uhr. Genau, das ist, glaube ich, unser zweites Lieblingswort. Ne? Immer dieses 59 hinten dran. Genau. Genau. Und was es ja aber auch bedeutet, also es wird im Kundenkonto gesammelt. Das heißt, man sieht dort, welche Filme man gekauft hat. Genau. Und das Schöne ist ja auch, man hat von Montag bis Sonntag die Möglichkeit, ihn zu gucken. Und vor allem,
er fängt ja wirklich erst an, also das Ticket ist ja für 24 Stunden gültig. Ja, wenn man ihn gestartet hat, genau. Genau, dass das auch einfach nochmal wichtig ist. Ne? Aber dass starten kann man ihn halt eben, wann man möchte. Man kann in der ganzen Woche sich den Zeitpunkt einfach aussuchen und dann ist der 24 Stunden verfügbar, sobald man halt auf Play gedrückt hat. Und dann kann man Pause machen oder weiter gucken, wann man will. Genau. Aber ab 24 Stunden ist der Film dann nochmal abgelaufen. Genau, das heißt, nur weil ich am Montag einen Film kaufe und ihn vielleicht erst Donnerstag oder Freitag sehen möchte, dann geht das. Dann gehe ich nämlich einfach in mein Kundenkonto, rufe den Film auf und sobald ich auf Start gedrückt habe, 24 Stunden. Dann laufen die 24 Stunden, ja. Sehr gut. Dann wäre ja jetzt noch die letzte Frage, wo dann auch wieder unser schönes und 59 kommt. Es gibt natürlich unsere Publikumspreise. Ja, natürlich. Unser Publikum liebt die Publikumspreise. Also. Wir lieben unser Publikum dafür. Nee, wirklich. Also ich weiß auch immer, dass es diese ganze Woche immer diese Spannung, ne? diese Tickets zu haben und durchzuzählen und zu gucken, wie es irgendwie ist. Deswegen, wir haben natürlich unsere 4 Publikumspreise behalten und wir freuen uns wirklich sehr, wenn Sie abstimmen. Abstimmen kann jeder, der ein gültiges Ticket hat und der den Film gesehen hat. Das ist uns natürlich sehr wichtig, dass man abstimmt, wenn man den Film auch gesehen hat. Das heißt, auf dieser Seite wird quasi, nachdem man den Film geguckt hat, das ist nämlich die Filmdetailseite, nennen wir das, ein Button aktiv, der quasi noch nicht da ist, der dann aber kommen wird. Genau, das dass da man ist ja jetzt auch der Eröffnungsfilm, der steht ja auch sowieso Siehst nicht du? Da zur Verfügung. Ne? Du machst das besser als ich. genau, also die Wettbewerbsfilme stehen natürlich zur Verfügung für die Abstimmprozesse. Und dann gibt es einen Button auf der Detailseite, wo halt dann einfach steht, stimmen Sie jetzt ab. Und dann kann man wie gewohnt Festivalherzen vergeben. Je besser einem der Film gefallen hat, desto mehr Herzen gibt man. Genau. Und dann bei der Preisverleihung sehen wir mal, wer die Preise abräumt. Genau. Und das ist auch immer das Besondere bei uns, ne? Dass halt wirklich die Preise und Preisträger wirklich auch selber erst am Samstagabend erfahren, wer gewonnen hat. Deswegen muss bis Freitag 23.59 Uhr abgestimmt werden. Genau. Und das ist halt auch immer das Schöne, ne? Dass man so das Kitzeln und diese Stimmung auch merkt, dass alle sehr aufgeregt sind. Und da können wir auch nur noch mal sagen, auch die Preisverleihung wird für alle dieses Jahr natürlich auf der Streaming-Plattform verfügbar sein, kostenfrei, genau wie die Eröffnung. Super, dann wollte ich dir jetzt eigentlich nur noch ganz kurz die Filmdetailseite zeigen und dann haben wir eigentlich auch schon das Spiel zu Ende gespielt, diese Streaming-Plattform einmal durchzugehen. Und zwar, wenn man auf eine Seite geht, das ist jetzt beim Langfilm hier, sieht man quasi den Titel natürlich. Man hat hier die Credits. Die Credits sind natürlich noch länger, weil wir natürlich immer versuchen, auch viel des Teams wirklich auch zu zeigen, wie viele Leute einfach hinter so einem Film stecken. Mhm. Da kann man dann quasi das aufklappen und sieht noch mehr. Man sieht natürlich die Länge, wie lang ist der Film oder das Programm. Was ist denn die Originalsprache? Weil wir natürlich auch immer wieder Filme haben, die natürlich mit deutschen Untertiteln sind oder umgekehrt. Deswegen dort zeigen wir auch einmal, was es gibt. Und dann gibt es darunter immer die Möglichkeit zu entscheiden, welche Untertitel man anwählen möchte. Das heißt, wir haben auch dieses Jahr, das ist nämlich auch ein Vorteil der Online-Ausgabe, die Möglichkeit, natürlich mehr Untertitel anbieten zu können. Weshalb ganz individuell. Genau, das, was die Filme haben, was die bieten, haben wir quasi mit integriert. Und bei den langen Filmen steht unter weitere Informationen dann jetzt immer der Regiekommentar, weil das uns auch immer total wichtig ist. Wir fragen die Filmschaffenden hier natürlich auch, was war ihre Motivation, ihren Film zu machen und umzusetzen. Und dann gibt es natürlich auch Zusatzmaterial. Wenn ein Film einen Trailer hat, gibt es natürlich den Trailer. Sonst gibt es die Filmstills und natürlich auch das Regiegespräch. Wir haben vorher ein Filmgespräch aufgezeichnet mit unseren Kinomoderatorinnen, wo man quasi nach dem Film oder vor dem Film schon mal sich mit dem Filmgespräch auseinandersetzen kann. Und dann quasi komplementieren wir dieses Gespräch natürlich auch mit unserem Mob-Festival-Funk. Und dann gibt es natürlich auch noch mal nähere Informationen zur Regie und eine kleine Filmografie von demjenigen. Und so sieht eine Detailseite bei uns aus. Und wenn man zurückkommen will, drückt man auf das Logo normalerweise. Da kommst du auf die Startseite dann. Genau, also dann ist es so, ich wollte nur einmal kurz zeigen, wie der Unterschied ist, wenn man jetzt zum Beispiel in einen mittellang oder in einen Kurzfilm geht. Dort wird immer klar sein, also man kann die kurz- und mittellangen Filme in ihrem Programm kaufen und sehen, man kann die Filme nicht einzeln kaufen. Genau, ja.
Das muss man einfach nur wissen. Deswegen, damit man auch weiß, wer ist denn noch in diesem Block, haben wir halt unter weitere Informationen im Wettbewerb dann auch gezeigt, welches Programm ist es und welche Filme sind dort noch drin. Das heißt, wenn man hier dann auf Kaufen geht und auf den Button klickt, kauft man natürlich für das gesamte Filmprogramm. Und wenn du da jetzt runterscrollst, kann ich mir auch noch zu den anderen Filmen die Infos angucken, oder? Das tatsächlich nicht. Ach so, nee, weil du hast ja auf den speziellen Film geklickt, stimmt. Genau, ja. Ich habe auf den speziellen Film geklickt. Wir wollten nur, dass man halt einfach noch weiß, wer dort mit drin ist. Ja. Aber das Zusatzmaterial und die Regieinformationen gibt es hier natürlich auch, wie bei den anderen auch. Ich verstehe. Aber hier quasi, genau, hier sieht man, wie quasi welche Filme dort drin sind. Und also beim mittellangen Film und beim Kurzfilm klickt man trotzdem wirklich diesen einen Film an und dann findet man die Infos zu dem einen Film und nicht zum ganzen Programm. Aber das Programm kauft man halt eben. Genau, zusammen. Also das steht dann hier auch nochmal, dass das ein Programm ist. Und wenn man auf Bezahlen geht, sieht man das dann auch nochmal. Ah, ja. Genau, das wäre die Streaming-Plattform. Sehr gut gelungen, würde ich mal sagen. Ich hoffe es. Nein, wir haben wirklich super, super viel Arbeit da reingesteckt. Sehr viel Arbeit. Und auch Ideen, wie man das jetzt macht. Und wir wissen auch, das ist ein Entwurf. Das ist eine Möglichkeit, wie wir eine Streaming-Plattform gerne fürs Festival haben wollen. Dass es da sicherlich auch andere Möglichkeiten gibt. Aber wir finden sie sehr schön klar strukturiert. Man findet alle Filme. Man findet die zusammengehörigen Programme auch. Und man sieht, glaube ich, deswegen da einfach auch das Schöne, dass es eben zwei Wege durch diese Seite gibt. Dass es halt einmal die Highlights gibt, wo man sich inspirieren lassen kann und dass man natürlich aber auch selber entscheiden kann, was einen interessiert. Super, dann vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Wir beide sind, glaube ich, total aufgeregt und gespannt, wie alles funktionieren wird. Ja. Und ich sag dir mal toi, toi, toi. Danke dir auch, toi, toi, toi. Und, wir klopfen auf Holz, alles wird gut. Ja, genau, der Aberglaube gibt es ja bei mir immer. Mhm. Deswegen vielen lieben Dank. Sehr gerne. Merci. Und genau, dann sind wir mal gespannt, wie die Festivalwoche so laufen wird. Tschüss. Tschüss. So. Ja, das habt ihr doch sehr schön erklärt. Wir hoffen, es ist nicht zu lang geworden, aber ich glaube, es ist halt auch total wichtig, ne, dass man irgendwie die Reise einmal loslegt und mal guckt, wie es aussieht. Ja, ich habe es auf jeden Fall verstanden und nachvollziehen können. Ich habe mir alles ganz genau angehört. Genau, das ist unsere Plattform und genau heute in einer Woche wird das Festival losgehen und wird dann hier auf dieser Streaming-Plattform das Festival eröffnet. Um Punkt 19.30 Uhr startet der Livestream mit der Eröffnungszeremonie und die ist dann kostenfrei wirklich für alle über diesen Live-Button tatsächlich zu sehen und zu empfangen. Und das ist so ein bisschen wie lineares Fernsehen. Also das heißt, wer da zu spät kommt, der kann auch nicht zurückspulen. Also es geht wirklich wie beim Event selbst auch. Es wäre um 19.30 Uhr pünktlich los. Dann wird ab 20 Uhr dann der Film, der Eröffnungsfilm freigeschaltet. Und unseres Wissens nach ist das auch wahrscheinlich der erste Dokumentarfilm, der das Festival jemals eröffnet. Also zumindest haben wir nichts anders Lautendes gefunden. Wir haben recherchiert. Ja. Und darauf freuen wir uns natürlich, das finden wir großartig, weil, weil eben ja, der Dokumentarfilm seit Jahren bei diesem Festival auch eine große Rolle spielt. Und dieser Film ist sowieso grundsätzlich auf verschiedenen Ebenen mit unserem Festival verbunden. Zum einen ist er eben produziert von unserem Ehrenpreisträger Wim Wenders, der bei der Zeremonie um 19.30 Uhr, das sei noch gesagt, dann auch seine Trophäe bekommt. Also Sie werden es sehen und er wird irgendwie auch in Gesprächen dann dort anwesend sein. Also Wim Wenders hat ihn produziert, da gibt es eine Verbindung. Sehr viele von den Filmschaffenden, die an dem Film beteiligt waren oder sind, waren vorher auch mit anderen Filmen bei uns beim Festival. Und so gesehen hat dieser Film ja, sehr viele Momente, wo er andockt an unser Festival. Und ja, ich würde sagen, freuen Sie sich auf den Film jetzt erstmal auf den Trailer. Und anschließend begrüßen wir via Live-Schalte den Regisseur Luca Lucchesi, der uns ein paar Fragen beantworten wird zu dem Film und einfach ein bisschen Sie darauf einstimmen wird, was nächste Woche passiert. Also viel Spaß beim Trailer. Thank you.
crocifisso. I siciliani siamo stati degli emigranti, un popolo pur di emigranti. Il y a besoin de temps, de votre côté, ma de leur côté aussi. Ora si rende passare il cuore giovettati. Caparlo tenuto qua scopita. Neore, neore giovettati. I wish to carry it because I want that African and European, we all became one because Jesus Christ is everybody. Ja, unser Eröffnungsfilm des 42. Filmfestivals Max-Ophüls-Preis, A Black Jesus. Wie gesagt, ab dem Sonntag, dem 17. Januar um 20 Uhr ist er freigeschaltet bei uns, um die Eröffnung zu begehen. Und ich freue mich jetzt sehr, dass Luca Lucchesi bei uns ist, zugeschaltet über Zoom. Hallo Luca. Hi, hi. Ciao. Wie geht's euch? Danke, uns geht's hervorragend. Ja, wir sind ein bisschen aufgeregt. Ja. Ihr seht sehr gemütlich aus. Also eure Lounge ist sehr, sehr cozy, würde ich sagen. Ja, ist sie tatsächlich, ja. Ja, schön, dass du da bist. Wir würden gerne vorweg so ein paar, so zwei, drei Sachen vielleicht mit dir über den Film sprechen, um die Leute so ein bisschen eben auch zu ihnen ein Gefühl zu geben, was für ein Film es da geht. Und jetzt geht es ja erstmal vordergründig, sprichst du ja so sehr universal wichtige Themen an, ne? Xenophobie, Rassismus, Migration ist ein Thema, Inkonsistenz christlicher Werte, all das. Aber trotzdem ist dir ja ein wahnsinnig persönlicher Film gelungen. Wie kommt das? Wie ist es dir gelungen, dass es so, doch so eine sehr persönliche Perspektive ist? Ich glaube, alle diese Werte oder diese, das Gegenteil von Werte sind manchmal, wie wir heute die leben, alle diese Werte sind mussten persönlich sein. Also ich habe die auf jeden Fall in meine eigene Familie wiedergefunden und das Dorf, wo dieser Film spielt, ist ein Teil von meiner persönlichen Erfahrung und ist der Ort, wo meine Familie stammt. Also mein Vater kommt aus Siculiana, so heißt ein Dorf. Und deswegen glaube ich, deswegen ist persönlich ein persönlicher Film, weil es spielt, wo ich groß geworden bin, kann man sagen. Und da habe ich wieder diese Werte gefunden oder nicht gefunden. Und ich glaube deswegen vielleicht. Es ist ein Film über meine eigene eine Ort von wo ich viel mich selbst sehe. Ja. Wahrscheinlich ist es auch so, dass die Menschen dort irgendwie zu dir sehr leicht Kontakt hatten, weil du meinst, vielleicht viele kanntest du dann auch, ne? Oder zumindest deine Familie oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne jeder von das Dorf und weil ich immer gerne eingeladen bei jeder. Also ich war sozusagen der Sikulianese aus Deutschland mit der Kamera. Also ich durfte immer wieder rein und raus von den Wohnungen. Von daher war sehr entspannt. Ja. Es ist ja ein Film, der unglaublich toll auch fotografiert ist. Also es ist ja ein Film, der ganz große Bilder schafft. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen zu diesem Konzept, dass du so toll mit den Bildern arbeitest, dass man so Lust hat, das auch zu gucken. Ja. Danke, also dass du was sagst. Also am Anfang wollte ich das ist mein erster Film als Regisseur, wollte ich gerne einen Kameramann
oder eine Kamerafrau mit mir haben. Weil davor habe ich immer so Kamera für andere Regisseure gemacht im Dokumentarfilmbereich. Und ich wollte einmal sozusagen diesen Luxus genießen, von einem Kameramensch zu haben auf meiner Seite. Aber ich wusste auch, dass damit konnte ich nicht so direkt erstmal mit meinen Protagonisten zusammen sein, weil das ist eher meine Erfahrung. Also in Dokumentarfilmen das Beste ist, dieses Zusammenleben mit deinen Protagonisten. Andererseits, ich bin leider oder zum Glück kein Regisseur, der irgendwie denken kann, ohne direkt das in Kamera zu sehen. Also ich muss, um zu denken, brauche ich die Kamera. Vielleicht wegen dieser Kameraarbeit, Background. Und deswegen irgendwie hat funktioniert, glaube ich. Also ich konnte direkt mit der Kamera denken. Ich glaube, das war meine Stärke, wenn man sowas sagen kann. Also ja. Aber danke. Ja, und auch da, Jan, eben dein persönlicher Blick auf das Dorf, ne? Der ja wirklich dann eben jetzt mal abseits der Themen, jetzt wirklich nur auf der visuellen Ebene, ja, sehr, sehr opulenter Blick ist. Ich glaube, das ist doch sogar ein Scope-Format, ne? Und ja, genau. Ich wollte unbedingt die Sprache von Spielfilmen benutzen, also die visuelle Sprache von großes Kino sozusagen, also auf jeden Fall CinemaScope, auf jeden Fall irgendwie auch in Schnitt eine Art, die Bilder zu nutzen, die man vielleicht eher in Spielfilme oder Fiktionalspielfilme hat. Ich wollte aber, genau, diese Sprache war für mich wichtig, weil auch in meiner Erinnerung, in meiner Erfahrung, Siculiana, dieses Dorf ist ein Teil von meiner auch so von meinen Kindheit-Erinnerungen, aber hat stark meine visuelle Welt irgendwie beeinflusst. Mhm. Und immer, wenn ich denke auf dieses Dorf, ist für mich so große Bilder, die große Menge von Menschen, die zusammenkommen und sehr opulent, wie du sagst, obwohl ein sehr armes Dorf ist. Ich finde auch dieser Kontrast ist wichtig. Also man sieht in den Bildern, wie dieses Dorf eigentlich reich ist von Kultur, von Architektur, von Landschaft. Aber daneben die Geschichte von die Schicksale von den Menschen sind eher so sehr traurig und arm. Und das wäre, glaube ich, ist auch, war wichtig für mich, diesen Konflikt auch in Bilder zu zeigen. Ja. Und es sei auch nochmal gesagt, der Film hat ja auch ein Verleih, ein Kinoverleih, und definitiv wird dieser Film dann ja auch im Frühsommer, wenn es wieder möglich ist, auch im Kino zu sehen sein und dort dann natürlich eine andere Wirkung haben. Trotzdem, der funktioniert eben auch wunderbar in dieser Variante. Ich will es nur sagen, dass das ja auf jeden Fall dieser Film auch einen Verleih hat, ne? Und trotzdem ja, ein Genuss auch auf dem Bildschirm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, danke. Und ich meine, gestern habe ich das DCP abgenommen. Also das heißt, es wird auf jeden Fall eine Kino-Star geben, also im April, also bei der Osterwoche. Das ist unser Ziel. Aber trotzdem, wie du sagst, also ich glaube auch, auch so in klein oder wenn jemand zu Hause einen Beamer hat, kann man trotzdem genossen. Absolut, absolut. Erlaubt mir noch eine kurze Nachfrage zu dem, was du gesagt hast, mit dem, dass du da so persönlich eingebunden bist, natürlich, ne, dadurch, dass man im Dorf dich kennt und so. Wie ist denn das dann beim Schnitt gewesen, bei der Montage? Weil ich kann mir vorstellen, dass es dann manchmal du vielleicht in so einen Konflikt geraten bist, weil du vielleicht die Leute kanntest und du willst ja, sagen wir mal, auch nicht, also du musst ja einen richtigen Ton finden, die Menschen dort zu erzählen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass das manchmal, ne, gerade mit Themen wie Rassismus, Xenophobie und so, das war bestimmt nicht so einfach, oder? Hast du dich da manchmal in so einem Konflikt gesehen? Ja, habe ich mir manchmal. Aber was ich versucht habe, ist schon beim Dreh diese Konflikte oder diese eher ethische Konflikte mit meinen Protagonisten zu lösen, also direkt vor Ort. Weil ich wusste, dass irgendwann kommt und ich wollte nicht, dass alles am Schnitt kommt. Also ich, immer wenn ich was irgendwie komisch gefunden habe oder wenn der Protagonist was komisch gefunden hat, haben wir dann direkt darüber geredet. So out of camera sozusagen. Und das hat viel geholfen. Also ich glaube, ist vielleicht auch eine Erfahrung, die mir immer
mit mir immer sein wird. Also man musste diese interne Konflikte mit der Geschichte oder mit den Protagonisten sofort klären, weil sonst hast du das auf deiner Schulter und das bleibt auch. Es ist schwierig, die Sache zu lösen im Nachhinein. Also wir haben immer direkt, okay, ich habe die konfrontiert, okay, wir haben jetzt gedreht, ist das passiert, das finde ich komisch, du weißt, was ich meine, wie machen wir das? Also ich will ja trotzdem weiter begleiten, aber du musst wissen, dass ich denke eher das, kapierst du? Also das hat immer funktioniert. Also wir haben so ein, wie glaube ich in einer Familie, also wenn du so irgendwie mit deinem Bruder oder deiner Schwester irgendwas passiert, du musst das direkt lösen, weil nach 20 Jahren, dann bist du da allein und dein Bruder oder deine Schwester redet nicht mehr mit dir. Also was ist das für ein Leben? Ja, ja, verstehe. Ja, und dann als Letztes noch ganz kurz diese kleine wirkliche Besonderheit, dass ja tatsächlich dein Heimatdorf, eben Sikuljana, das Dorf, in dem der Film ja spielt, tatsächlich eine Partnerschaft hat mit einer Stadt und einer Gemeinde im Saarland, nämlich Marpingen. Das ist ja wirklich ein sehr lustiger Zufall. Das ist dir wahrscheinlich auch nicht bewusst gewesen, aber sind wir drauf gekommen. Und insofern, liebe Marpinger, das ist ein Film definitiv für euch. Und ja, schaut ihn euch an. Auf jeden Fall. Also ich habe schon viele Nachrichten bekommen aus Marpingen und die habe ich mich sehr gefreut. Also ich bin gespannt, was sie denken. Ja, super. Und genau, heute in einer Woche ist es soweit. Da können Sie alle den Film dann schauen bei uns auf der Streaming-Plattform. Ab 17. eben 20 Uhr. Ab 20 Uhr wird der Film dort freigeschaltet sein. Und ja, herzlichen Dank dafür. Wir werden dich dann bei der Eröffnung virtuell wiedersehen, auf jeden Fall. Ich bedanke mich und ich will auch alle die Zuschauer jetzt sagen, es ist nur der Eröffnungsfilm, also die Filme danach sind super toll und ich freue mich auch, ich habe schon gelesen eure Auswahl und die sind alle wahnsinnig Filme und ich freue mich schon auf die ganze Selection. Super. Ja, schön. Merci, lieber Luca, ne? Auch von mir nochmal, das ist echt toll, dass wir mit deinem Film starten dürfen in unsere 42. Festivalausgabe. Das ist uns eine besondere Ehre und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Mal nach unseren Recherchen das erste Mal mit deinem Debüt-Dokumentarfilm eröffnen dürfen. Danke, danke sehr. Super, ja, dann sind wir tatsächlich am Ende der ersten Sendung der Blauen Woche angekommen. Und uns bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen wirklich sehr, dass wir jetzt die Woche auch Sie auf diese Reise mitnehmen können. Wir werden jetzt die Wettbewerbe vorstellen. Wir zeigen auch noch mal, was in den Nebenreihen ist. Wir werden die Schauspielnominierten in dieser Woche zeigen und ja, möchten einfach so einen Einstieg geben, was es alles zu entdecken gibt. Und sind sehr, sehr gespannt, wie es in der nächsten Woche dann starten und losgehen wird. Und wollten auch noch mal sagen, auch wenn alles online ist, haben wir doch uns nicht nehmen lassen, unser Magazin für dieses Jahr doch auch drucken zu lassen und zu können. Wir haben die Möglichkeit, über die Webseite auch an Sie, liebe Zuschauerinnen, ein Exemplar zu verschicken. Wir haben noch ein paar übrig und wenn Sie Lust haben und das gerne auch in den Händen halten wollen, dann sagen Sie uns Bescheid. Denn wir haben nicht nur unser ganzes Programm da drin, sondern wenn Sie auch noch mal über unseren Ehrenpreisträger etwas wissen möchten, Wim Wenders hat uns auch exklusiv ein Interview gegeben. Wir haben noch mal ein bisschen auch eine Themenreise vorbereitet. Können Sie entdecken. Und das gibt es natürlich auch für alle, die sagen, online reicht mir, haben wir natürlich auf unserer Webseite auch ein PDF, was Sie downloaden können. Und sonst, ja, wir freuen uns auf die Woche der Blauen Woche mit Ihnen. Wir freuen uns auf den Festivalstart mit Ihnen. Und morgen stelle ich dann gemeinsam mit dem Kurator Hannes Wesselkamp bei Ihnen den Wettbewerb Kurzfilm vor. Viel Spaß!